jede Menge Geschichte sehen und sich nach 280 Kilometern ordentlich die müden Waden massieren lassen. Villa Susum! Ab! Extra! Sie sind also wieder da, stolz wie eh und je. Und das am Ort ihrer Niederlage. Nur das Schicksal von Varus und seinen Truppen, das schmerzt offenbar noch immer. Und die römische Darstellung klingt im Land der Teutonen fast nach Geschichtsfälschung. Drei Legionen, 17., 18. und 19., sind da vernichtet worden. Das waren fast 18.000 Mann. Hier ist das eine große Feier der Varusschlacht. Wir nennen das lieber ein feiger Hinterhalt. Nun, er wird das anders sehen und überblickt gewohnt gelassen ein großes Publikum zu seinen Füßen. Mittendrin eine römische Kohorte. Aber sie besteht aus Söldnern, bezahlt von Germanen und im Dienst der Tourismusindustrie. Die Legionäre sind laut, aber lieb. Und das Demonstrieren von Kampftechnik und Waffen gilt der jüngsten Nachwirkung römischer Eroberungslust. Varus und seine Truppen waren die Fährtenleger für einen Radweg. Die 280 Kilometer lange Römerroute zwischen Xanten und Detmold ist eine Gemeinschaftsarbeit von 20 Städten. Alle nahe der Lippe und damit auf alten römischen Marschwegen haben sie ihre Radwege vernetzt und ein neues Tourismusbonbon entwickelt. Die Sahnestücke der Römerroute sind alte Lager, Häfen und Sammlungen. Natürlich in Xanten, dazu in Haltern und Hamm, in Lünen oder hier in Delbrück an Reppen. Seinerzeit waren über 5000 römische Soldaten hier kaserniert. Schmuckstücke, Haushaltsgeräte und andere Funde aus der Römerzeit werden restauriert und aufbewahrt in der Paderborner Kaiserpfalz. Vor den Vitrinen und anderen Sehenswürdigkeiten der Römerroute sollen sich demnächst, so hoffen die Tourismusmanager, immer mehr Radwanderer einfinden. Schließlich sei die Sache im Trend der PR-Legionäre. Am letzten Tag der Auftaktveranstaltung ist Bad Lippspringe die erste Station. Auch hier sind Fans und Nachahmer der Römer. Zwei Stunden später ein Stelldichein auf dem Kirchplatz im Lippischen Schlangen. Es gibt Orientierung über die Kampfkunst der Römer und über die Pauschalangebote der Römerroute. Für 7-mal Übernachtung und Frühstück zahlen die Radwanderer 500 Mark. Hinter den Kulissen geht es schon um den Ausbau der Gästebetten. Hier in Schlangen gibt es erst 70 davon. Adelnder Legionär. Nur ausnahmsweise trat er in die Pedale, gewissermaßen Symbol eines sanften Aufmarsches. Seine Kollegen, Mitglieder eines Geschichtsvereins aus den Niederlanden, hatten schon angesichts der Terminfülle kapituliert. Für die PR-Tour in Sachen Römerroute saßen die Legionäre im Bus. Ein Werbefeldzug, wie gesagt, im Auftrag der Germanen, mit Höhepunkt und Abschluss am Hermannsdenkmal bei Detmold. Die Legionäre waren diesmal willkommen. Diesmal bescheren sie neue Gäste und mehr Umsatz in Nordrhein-Westfalen. Und auch für diese Entwicklung hat er sein Denkmal zurecht.